Gelb, grün, blau, schwarz und sogar braun. Bunt ist die Reihe unserer Mülltonnen. Doch ist es wirklich sinnvoll, Papier zu Papier und Plastik zu Plastik zu werfen? Immer mehr Verbraucher zweifeln daran. Seit 20 Jahren gibt es den grünen Punkt für die gelbe Tonne. Das ist alles Mist. Darüber reden wir gleich. Christian Tietze sortiert für uns vor. Er ist schon etwas ausgeblichen und vielleicht hat er seinen Zenit überschritten, der grüne Punkt. Nach über 20 Jahren hat sich noch immer nicht jeder mit dem dualen System angefreundet. Wenn Sie das Diesel für den Abtransport und dergleichen alles nehmen, was das den Verbraucher kostet für seine Mülleimer, dann werden Sie sehen, dass einer davon profitiert. Das ist nur die Industrie. Na, also ich trenne Müll, weil ich wohne außerhalb, ich wohne in Frohnau, wir haben da ein Grundstück und da muss man trennen, weil sonst kriegt man den ganzen Müll nicht weg. Also ich finde es okay. Ich persönlich mache das, ich finde das gut. Ja, ich weiß nicht, ob das was nutzt, weil viele Menschen das einfach gar nicht wahrnehmen. Ist im großen Geschäft, was gemacht werden kann, aber mehr für die großen Firmen als für die Bürger in dem Sinne, ne? Die Geschichte des grünen Punktes ist lang und sie ist mehr oder weniger glücklos. Denn trotz aufwendiger Werbekampagnen hat sich nicht jeder Bürger zum sorgfältigen Mülltrenner erziehen lassen. Außerdem gibt es etliche Trittbrettfahrer unter den Verpackungsherstellern. Manche nutzen das System, aber sie bezahlen nicht dafür, sodass Millionen von Euro fehlen. Auch deshalb steht der grüne Punkt nach wie vor stark in der Kritik. Tatsächlich hat das Image des grünen Punktes sehr gelitten, denn anfangs ist man angetreten damit, dass eben diese Verpackungen sicher im Kreislauf geführt werden. Und heute stellen wir eben fest, dass die übergroßen Verbrennungskapazitäten, die wir in Deutschland haben, dazu führen, dass immer mehr Verpackungen, die man recyceln könnte, einfach in der Verbrennung landen. In Berlin ist es zumindest gelungen, die Wertstofftonnen etwas übersichtlicher zu gestalten. Was in die Tonne darf und was nicht hineingehört. Es gibt also auch Erfolge, deshalb halten Umweltschützer fest am dualen System. Der grüne Punkt lebt, er muss aber so reformiert werden, dass er kein Phantom ist, sondern dass er auch tatsächlich eine ökologische Wirksamkeit entfaltet. Am Ende wird wohl nur ein Drittel des Verpackungsmülls aus der gelben Tonne tatsächlich wiederverwertet werden. Entscheidend ist, dass die Produzenten von Verpackungsmüll dafür bezahlen, dass ihre Abfälle gesammelt und recycelt werden. Der grüne Punkt würde sonst irgendwann endgültig seine Glaubwürdigkeit verlieren. Gar nicht so einfach, das alles zu sammeln und ordentlich zu sortieren. Bei uns ist Daniel Buchholz, er ist der umweltpolitische Sprecher der SPD. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Buchholz, wenn Sie den Müll runterbringen, geht das gut? Wissen Sie, wo alles hinkommt? Ja, also bei uns ist es relativ ordentlich im Hinterhof und wir haben auch die verschiedenen Tonnen und ich so nutze sie auch. Aber einige Verbraucher sind mittlerweile skeptisch, weil sie, klang ja auch an gerade in dem Stück, denken, der größte Teil, den sie da ordentlich sortiert haben, wird sowieso alles zusammengeworfen und dann verbrannt. Das ist definitiv nicht so. Vor allem in Berlin nicht so. Wir haben wirklich recht gute Vorsortieranlagen, wo das, was aus den verschiedenen Tonnen kommt, auch verschieden behandelt wird. Und man muss sehen, viele Sachen, die gesammelt werden, haben einen echten Preis. Also für Altpapier, für Altglas bekommt man was am Markt, am Recyclingmarkt. Folglich haben auch die Firmen Interesse, dass damit was Vernünftiges passieren kann. Jetzt sprechen Sie das Altglas schon an. Da gab es ja gerade viel Bewegung. Da wurden viele Altglas-Sammelbehälter einkassiert. Und das hat auch viele Anwohner natürlich verärgert, weil die Wege immer länger wurden. Wie wird sich das denn weiter da gestalten? Wird sich das wieder ändern? Nun, das ist eine der Auswirkungen, die wir gerade auch schon im Beitrag gehört haben, dass dieses duale System Deutschland, das, was wir alle schon mal über den grünen Punkt an der Ladenkasse bezahlt haben, momentan kurz vor dem Bankrott steht. Und die versuchen, die Kosten zu reduzieren. Wir haben dazu eine Anhörung gemacht im Abgeordnetenhaus und waren nachher alle 5 Fraktionen, die da sind, einstimmig der Meinung, wir wollen die Haus- und Hoftonnen bei der Glassammlung behalten. Sie sollen in die Höfe zurückkommen, denn das ist das beste System. Es ist ein bewährtes System in Berlin und wir haben den Senat beauftragt, das wirklich mit großer Energie auch wieder durchzusetzen, dass alle Bezirke diese Hinterhoftonnen auch wieder bekommen. Das heißt, kann man in mittel- oder kurzfristiger Zeit damit rechnen, dass die Tonne wieder im Hof steht? Bei der Glassammlung, ja, davon gehe ich aus. Ich hoffe, dass wir sie auch in den 3 Bezirken wieder bekommen. Bei den anderen haben wir es erstmal verhindert, dass sie da abgezogen werden. Mhm. Bei den Plastikmüll, also bei diesem klassischen gelben Tonne, grüner Punkt, fällt es ja vielen nicht so leicht, das zu sortieren, was da wirklich reingehört und was nicht. Ist das auch ein Problem, warum das nicht wirklich alles so effektiv recycelt werden kann?
Es ist immer besser, wenn man als Verbraucher, als Verbraucherin schon vorsortiert hat. Umso besser können die Anlagen danach damit umgehen. Wir müssen aber eins sehen, dieses ganze System haben wir schon mal bezahlt. Bei den Verpackungen, wir als Verbraucherinnen, als Verbraucher, 900 Millionen Euro haben wir an der Ladenkasse bezahlt, überall, wo der grüne Punkt drauf ist. Aber es funktioniert nicht richtig. Es wird dort wirklich zwischen den Firmen, die Abfallfirmen, die sich dort die Gelder hin und her schieben, gezockt. Es werden falsche Mengen angegeben. Das Ganze stimmt nachher nicht. Es ist nicht genug Geld im System. Aber wir haben es trotzdem bezahlt. Und es kommt nicht da an, wo es wirklich ankommen soll. Dann kommen Sie ins Spiel, nämlich die Politik. Und wie wollen Sie das ändern, dass es wieder funktioniert? Nun, bei den ganzen Verpackungen müssen wir, glaube ich, mal mit der ganz großen Axt dazwischen gehen und sagen, dieses System hat sich überholt. Die privaten Unternehmen wollten es besser machen. Sie haben es weder ökologisch noch ökonomisch besser gemacht. Wir müssen da wieder hinkommen, dass wir ein ganz einfaches Prinzip haben. Das, was an Müll bei den privaten Haushalten anfällt, das soll auch in kommunaler Verantwortung gesammelt und verwertet werden. Das ist ein geordneter Kreislauf. Die BSR ist hier sehr gut aufgestellt. Wir haben die niedrigsten Müllgebühren weit und breit. Und ich glaube, da werden wir richtig beraten. Und das, hoffe ich, wird auch der Bundesgesetzgeber so geben. Da ist aber der Bundestag gefragt. Also die Reform muss kommen. Was denken Sie, in welchem Zeitrahmen ist das alles umsetzbar? Nun, es wird gerade sehr heftig debattiert. Es gibt die 6. und 7. Novelle der Verpackungsverordnung. Ich glaube, da müsste man einfach sagen, das alte System wirklich abschaffen. Ein neues Wertstoffgesetz, in dem man diese Verantwortung neu regelt. Und dann haben wir auch ein gutes System für die Verbraucher, kosteneffizient und ökologisch sehr hochwertig. Da wollen wir hoffen, dass das schnell passiert. Herr Buchholz, herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihre Informationen.